Auf den Kronenschnellladen wollen wir uns das nächste Legi oder die nächste Ultra-Bestie holen und dafür quatschen wir die nette Dame hier erst einmal an. Ich hatte Kyogre bereits mehrfach versucht, über 10 Versuche, aber das hat bei weitem nicht geklappt. Ich weiß nicht, die NPCs denken überhaupt nicht mit. Wir gehen jetzt einfach mal in einen anderen Raid hier hinein und schauen mal, ob wir da irgendwas rausholen können. So, was nehmen wir mit? Raichu ist eigentlich immer ein sehr geiles Pokémon hier. Und das würde ich schon mal mitnehmen. Hier Psychokinese, Donnerblitz, Elektrofeld. Ich hoffe mal, wir bekommen auch einen passenden Encounter am Ende des Tages dazu. Beziehungsweise der ist der Endgegner hier. Passend für Raichu ist. Oder wir müssen es uns halt erst spielen. So, was hätten wir jetzt zur Auswahl? Alles klar. Feuer. Feuer. Haben wir irgendwo Wasser? Natürlich nicht. Okay. Ich weiß nicht, welchen Weg wir nehmen sollen. Nehmen wir lieber hier. Oder hier, oder da, oder hier. Wir nehmen mal Tauros hier. Wir gehen mal hier lang. Wir nehmen diesen Weg hier. Und dann Boden. Boden wäre sehr geil. Boden kommt danach. Gegen Feuer wäre sehr, sehr geil. Wir schauen mal, was wir uns jetzt hier erspielen können. Erstmal ein Tauros. Aber was kommt danach? Welche Boden kommen danach? Das Tauros kann getrost ein Teammate nehmen. Aber wir haben hier Alola Raichu. Ich sehe sie jetzt. Alola Raichu ist das, glaube ich. Psycho Elektro haben wir hier am Start. Ist alles normal effektiv. Machen wir erstmal die Dynakinese auf Tauros. Wir wollen das jetzt einfach so schnell wie möglich besiegen, damit wir hier möglichst schnell vorankommen zum Endgegner. Feuer-Pokémon. Was könnte das sein? Legi oder Ultra-Bestie bei Legi Feuer? Ho-Oh? Ja, würde mir da einfallen? Ho-Oh, Feuer. Und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Na gut, wir lassen uns überraschen. So, wir kämpfen jetzt erstmal gegen Tauros hier. Dynakinese ist normal effektiv. Wird nicht, ja, es ist nicht die Welt an Schaden. Ja, sehr effektiv wäre jetzt deutlich besser. Aber gut, wir schauen mal weiter. Haben wir einen Kangar mal noch mit? Das ist auch ein richtig cooles Pokémon. Tauros Nahkampf auf Selimantur. Das ist natürlich sehr effektiv. Aber überlebt Selimantur. Okay, Enturon Lay. Ist gar nicht so schlecht. Body Slam, auch nicht verkehrt. Body Press, richtig geil. Okay, nächste Runde haben wir Tauros geknackt. Sehr geil. Und ich würde am Ende auf diese Bären zusteuern vor dem Endgegner. Das ist immer geil, nochmal eine Heilung mitzunehmen. So, Tauros haben wir jetzt erstmal wunderbar besiegt. Wir treten ja gegen Feuer an, da wäre Enturon saugeil. Ich hoffe mal, ihr Dullis macht jetzt das Richtige, ja. Und lasst Enturon und für Selimantur am Leben. Kangamar kann ausgetauscht werden. Aber die NPCs sind richtig schlau. Denen traue ich alles zu. Ja. Enturon haben wir ausgetauscht. Ich liebe es. So, gegen Boden. Warte mal, wo waren die Bären? Ich glaube, wir müssen den. Das sieht auch richtig cool aus hier. So richtig große. Libeldra ist das, glaube ich. Oh, das wäre fett. Ich glaube, wir müssen den Weg hier nehmen. Um zu den Bären zu gelangen. Ja, ich will mein Pokémon aber jetzt erstmal nicht austauschen, ne? Nein, ich will nicht. Leander hat ausgetauscht. Alles klar, ob das so hilfreich ist, ich weiß es nicht. So, Freunde, jetzt Boden-Pokémon. Es ist ein relativ kleines. Ich hoffe mal, es ist dann robust. Flunschlig. Flunschlig, ja, könnte okay sein. Aber ich... Ja, ich brauche ja ein Boden-Pokémon. Okay, wir greifen jetzt erstmal Psychokinese. Wir gucken uns einmal das Moveset von Flunschlick an. Wir müssen es ja sowieso erstmal besiegen. Psychokinese ist jetzt nicht das... Oh, Pferdestärke ist schon mal besser. Flächenmacht. Auch, ja, stetiger Schaden. Bringt uns auch ans Ziel. Elektrofeld. Alles klar. So, und Selimantur kann auch noch angreifen. Froststampf. Okay, ja. Spätestens in 2 weiteren Runden haben wir das Flunschlag auch geknackt. Wir greifen einfach weiter mit Psychokinese an. Und hoffen auf das Beste. Zack. Läuft auch alles hier? Ich will mal schauen, ob hier alle Kameras an sind. Die Aufnahme läuft wunderbar. Zack. Gedankengut, sehr wohl. Ja, ja. Gedankengut ist eine coole Animation. Das fand ich schon immer. Sieht sehr cool aus. Und das lässt den Spezialangriff und die Spezialverteidigung um plus 1 steigen. Elektrofeld, okay. Froststampfer. Sehr gut, sehr gut. Statik von Flunschlick wirkt. Selimantur paralysiert. Das ist schon wieder denkbar schlecht. Ich hoffe mal nicht, dass wir die bis zum
Endgegner mit reinnehmen. Oder vielleicht tauscht er auch sein Pokémon aus, man weiß es nicht. Die NPCs haben alles drauf. Statik wirkt. Tauros auch noch geparat. Ja, wunderbar. Aber wenn wir Flunschlick nehmen, das hat Statik, können wir Kyo. Ne, wir kämpfen ja jetzt gar nicht gegen Kyo, weil das war. Ich war jetzt in einem anderen Raid. Was? Was ist hier los? Einfach mal besiegt. Okay, dafür sind wir im nächsten Kampf dann wieder full life. So, der Sturm nimmt erstmal weiter an Stärke zu. Erstmal nicht so wild, der Frustdampfer reicht jetzt hier. Ich hoffe, wir können uns Flunschlick jetzt hier schön zunutze machen, dass es ein cooles Moveset drauf hat. Das sehen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Wir müssen es erstmal einfangen. Wir nehmen dafür einen Premier Ball. 19 Stück haben wir davon noch. Ich hoffe mal irgendeinen coolen Bodenmove. Da, ja, aber wenn Ho-Oh. Ho-Oh. Hat es überhaupt Feuer? Ho-Oh. Feuer für wir lassen uns einfach überraschen. Na? Wir lassen uns überraschen. Sedimantur hat Gestein-Moves. Ja, das ist also auch probat gegen Feuer. Wasser wäre noch cooler, aber Enturon musste halt eingetauscht werden gegen Tauros. So. Flunschnick, Boden, Elektro, Elektrofeld, Donnerblitz, Erdkräfte, Lehmbrühe. Das nehmen wir ins Team auf. Das ist sehr cool. Zack. Welchen Weg? Gegen Gift würden wir die Bären am Ende bekommen. Und das ist auch der Weg, den wir jetzt hier einschlagen. Lass mal sehen. Ja, ist auch wieder ein recht kleines Gift-Pokémon. Gegen welches treten wir denn jetzt hier an? Gegen... Oh, Hutsasan. Ja gut, Hutsasan. Wenn das Wutpulver drauf hat und das ein Teammate von mir mitnimmt, wäre das cool. Lenk... Nee, ist eigentlich nicht cool, ne? Weil so viel hält das dann auch nicht aus. Von Feuerrichtung her. Na gut. Ja, es ist normal effektiv mit Erdkräften unterwegs. Dann machen wir das mal. Erdkräfte. Sollten aber auch nicht alle verballern. Wir brauchen... Flächenmacht kommt schon mal gut. Fassade. Auch nicht schlecht. Erdkräfte. Könnte besser sein. Und Dynaflora kommt jetzt erstmal auf Tauros. Gut. Tauros ist natürlich wieder schön paralysiert hier. Okay, und das ist schon mal fast down gegangen. Also wir brauchen dann die Heilung. Aber wir können durch die Bären leider nicht full geheilt werden, wenn Tauros schon wieder so angearscht ist hier. Gelbe Bereich ist schon mal am Start. Das sollte jetzt... Das wäre jetzt besser, wenn Tauros jetzt besiegt werden würde, ja. Das wäre jetzt deutlich besser. Grasfeld ist am Start. Ja, wenn die Pokémon jetzt besiegt werden würden, dann könnten wir die dann wieder Full Life mit reinnehmen. Das wäre besser. Wäre besser. Sehr wohl Gedankengut. Okay, das gibt dem Gegner nochmal eine Chance hier anzugreifen. Ich denke, ich hoffe mal, das macht das Richtige und besiegt mindestens ein Pokémon auf unserer Seite. Hastade. Oh, unsere Erdkräfte reichen aber noch nicht. Zack. Dynaflora, auf wen? Oh, auf Flunschlick geht die Sau. Mann. Hey, du solltest Tauros besiegen, dass die Paralyse rausgeht. Der Sturm nimmt weiter an Stärke zu. Steinkante. Ja, roter Bereich ist schon mal am Start. Tauros regeneriert ein bisschen was durch das Grasfeld. Sedimantur auch. So, wir können nur noch anfeuern hier. Let's go! NPCs, lass die Party steigen. Flächenmacht reicht jetzt hier aus. Okay, ja. Na gut, wir bekommen die Bären. Die heilen uns auch nochmal. Aber die auch die Paralyse rausschießen, weiß ich jetzt nicht. Nee, Hutsasa, ich hoffe mal, irgendein Teamkollege nimmt das jetzt hier mit rein. Wobei das mit dem Team auch okay ist. So, ich war, welches ist jetzt rausgegangen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt nicht ganz optimal mit Hutsasa, aber vielleicht hat es der Wutpulver... Und lenkt die Aufmerksamkeit von den anderen auf sich selbst und opfert sich dadurch. So, gegen welches Pokémon treten wir jetzt hier an? Wir treten gegen ein Feuer-Pokémon an und das ist... Oh! Entei! Gegen Entei treten wir jetzt hier an. Okay. Mit Erzwinger ist es am Start. Auch noch eine Runde bis zum Dynamax. Lehmbrühe, 90er, ja, aber Erdkräfte haben wir den Step, deswegen machen wir das. Hutsasa Wutpulver, sehr gut, sehr gut. Lenkt die Aufmerksamkeit auf dich, Kollege. Das ist Teamarbeit. Entei erstmal Grimasse, senkt den Angriff von Hutsasa. Oh, gehe ich auch mit. Eine Initiative sinkt dadurch stark, alles klar. So, Fassade ist guter Anfangsschaden. Jetzt die Erdkräfte, auch nicht schlecht. Seht die Mantursteinkante? Noch viel besser. Jawohl, Entei bekommen wir, denke ich, wieder recht easy hin. Vor allem, wir können jetzt Dynamaxen.
Also manche Legis sind hier sehr gut zu besiegen, aber wenn ich an Kyogre denke, habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Ich saß da schon mindestens 10 Versuche dran. Es wird und wird einfach nichts. Dank auch der Intelligenz der NPCs. Ich muss noch ein bisschen weiter ackern. So. Erstmal jetzt schön Gedynamax. Wir sind platt wie eine Flunder. Blutschlick ist aber bereit. 448 KP haben wir. Und wie viel Schaden machen wir jetzt im Dynamax-Zustand? Ja, unsere Initiative kannst du senken. Macht erstmal nichts. Du bist sowieso das schnellste Pokémon hier auf dem Feld. Fassade. Sehr gut, sehr gut. Jetzt der Dyna-Erdstoß. Und das macht, alter, heftiger Schaden. Richtig nice. So muss es sein. Armvortreffer, okay. Man nimmt, was man kriegen kann. So, Spezialverteidigung steigt. Ja, die Angriffe von Entei werden stärker. Hutsasa packt den Giftschock aus. Der ist natürlich alles andere als hier cool. Aber Steinkante reicht fast. Noch nicht ganz. Was macht Entei? Wir greifen einfach weiterhin an. Wir haben es jetzt bald in die Ecke gedrängt. Turbo-Tempo juckt uns nicht wirklich. Entei Flammenrad nochmal hinterher. Auf Sedimatur ist aber auch nicht gerade schlau. Fassade macht den Deckel hier drauf. Wir haben Entei besiegt. Und das Ganze in nur knappen 11 bis 12 Minuten. So, das fangen wir natürlich ein. Wir nehmen hier auf den Premier Ball. Dann fangen wir es ein. Dann schauen wir mal. Typ in Kombination. Ist das ein Feuer-Pokémon hier? Hatte ich jetzt überhaupt nicht im Kopf. Aber ich hatte auch noch nichts wirklich mit Entei zu tun. Nur ich hatte es mal in einer Generation gefangen. War das Hardgold, wo man die fangen konnte? Ich glaube, da hatte ich es nur gefangen. Aber mehr auch nicht. Da waren es doch die Wander-Pokémon, ne? Angeschaut, gekämpft habe ich damit nicht. Jetzt Premiere hier. Deswegen der Premierball. Entei eingefangen. Schauen wir mal, was es so zu bieten hat. Erstmal nehmen wir natürlich das Entei hier auch mit raus. Ja, Flunschlick wäre jetzt nicht so wirklich ein Gewinn. So, keine Spitznamen. Wir wollen es ins Team aufnehmen. Wunderbar. Packen wir hier mal das Turbo draus. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Entei. Das Wander-Pokémon Entei, diesmal nicht in Wanderform. Diesmal mussten wir eben nicht hinterherjagen, sondern es nur um Dyna-Riesennest aufspüren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Kollege hier in freier Wildbahn auf den Kronenschneelanden aussieht. Zack, packen wir ihn erstmal an die oberste Stelle. Und da haben wir ihn. Sehr cool, ja. Sieht richtig episch aus. Und schnell ist er auch noch dazu. Wunderbar. Schauen wir uns jetzt mal das Pokémon an. Was haben wir hier am Start? Level 70 natürlich. Ein reines Feuer-Pokémon ist das hier. Hohes Dynamax-Level. Fähigkeit Erzwinger. Man kennt's. Minus Init plus Verteidigung. Flammenwurf, Grimasse, Turbo-Tempo und Knirscher haben wir hier am Start. Ja, wunderbar. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal, denn ich denke, es kommen noch einige spannende Dynaraid-Kämpfe, ja. Schaltet doch dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.